Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf der internationalen Welt 14. Ist jetzt eine Weile her, dass ich das letzte Video gebracht hatte. Ich hatte momentan viel zu tun und keine Zeit gefunden, was Shakes and Fidget mäßig aufzunehmen. Ich habe aber trotzdem weitergespielt und für euch das Gold aufgehoben, aber erstmal gucken wir uns hier den Gildenkampf an. Ja, seit dem letzten Mal hat sich ein bisschen was getan. Das Oktoberfest war, heißt, wir haben leveln können. Hier auf Welt 14 stehe ich auch relativ gut. Bald bin ich hier auch Level 300. Edelsteine brauche ich eigentlich nicht. Ah, wir können die Tage mal wieder Klospülung betätigen, dann haben wir sie auf 12. Mal gucken mal, was ist denn mit den schwarzen Edelsteinen? 283. Bevor ich es vergesse, dass mich hier reinschauen. Channel switched. Sound muted. So, jetzt kann man in Ruhe aufnehmen. Wir haben 280 und 83 schwarzen Edelstein. Dann werden wir zusammen tauschen mit den 253er aus. Und 58, irgendwo war doch ein 57. Ja, dann tauschen wir den hier auch noch aus. Waffenladen. Die sind zu schade, um zu entzaubern. Und wir sind ja auch die Flügeltränke so teilweise ausgegangen. Greifen habe ich ja noch. Baue gerade die Akademie auf 12. Rathaus habe ich schon auf, oder Festung habe ich schon auf 17 gebracht. Und ihr seht ja, bei mir lagern sich überall die Rohstoffe, weil ich einfach momentan kaum Zeit habe, um großartig reinzugucken. Ich spiele hier die Alu immer 120 runter und mehr mache ich nicht. Pilze lade ich zurzeit auch nicht auf, weil es für mich nicht rentiert. Aber wir können ja heute mal ein bisschen Zeitmaschine machen. Ach so, ein Level up durch die Zeitmaschine. Zeitloch. Ah, wunderschön, da passt es doch, wenn man mal ein bisschen keine Zeit hat, kann man auch Erfolge machen. Ah, dann greifen wir auch noch mal den hier. Ach, es wäre besser gewesen, wenn ich erstmal ein bisschen Gold verskille. Glücksrad können wir dann heute auch noch machen. Ich könnte ja mal wieder bei den Pets reingucken. Der ist nicht machbar. Winter haben wir nicht. Geburtstagsevent auch nicht. Epic Event. Müsste ich gucken, wann das wieder ist. Weihnachtsmonat dauert noch. 443. Der hat aber ein bisschen stark gelevelt. Was sagt denn hier? Ja, Storno ist auch bald auf Level 100. Die Osterpets habe ich auch noch nicht. Luchterblon, Silvester, war nicht irgendein Pet Halloween hier? Schwarzwald. Brechen wir mal die Stadtwache ab. Wir haben ja hier 8. Guck mal, perfekt, Schwarzwald. Oder auch nicht. Wir haben ja jetzt hier durch meine mit Inaktivität, aber beruht zeitarme Spielweise
relativ viele Sanduhren angesammelt. Heißt, wir könnten jetzt mal nach dem Schwarzwald suchen. Meine Dingen. Kommt noch mal Schwarzwald. Ah, da ist noch mal Schwarzwald und Lionpad. Oder hat das hier eine besondere Candy in Halloween-Monat im Schwarzwald begegnen? Wir haben Halloween-Monat, wir haben den 11.10. Heißt, ich habe noch 4 Pilze. Camelfuss, Nevermore, wo? Komm, gib mir doch mal den Schwarzwald. Ja, wenn... Schwarzwasser, Schwarzwasser, Eugenia. Schön, dass es Schwarzwald ist, aber mit einem Gegenstand, das bringt mir nicht wirklich was. Komm, gucken, ob wir noch Pilze unterwegs finden. Und wieder Schwarzwald mit einem Gegenstand. Da haben wir jetzt wieder mal den Schwarzwald. Kein Pet. Naja, der Schmied freut sich heute, da hat er wieder schön viele Sachen, dass er die entzaubern darf. Bin ich eigentlich komplett verzaubert? Ja, das bin ich. Das ist eigentlich die Quest heute, einmal einen Festungsangriff gewinnen. Gammelfrost, Gammelfrost. Gnadigen Fangzahn. Ebene, Ebene, Gnadigen. Gibt es hier noch eine 250 Quest? Nein. Dann war es das heute auch wieder mit der Alu. Können wir erstmal den Schmied besuchen. Ein paar Gegenstände wären doch noch schön, wenn die hier Essenz geben würden. Tun sie aber alle irgendwie nicht. Der Stab gibt. Die Brust gibt. Der Ring gibt. Und der Ring.
Haben wir das auch wieder durch. Kopfbedeckungen. Ist doch wunderschön. Den Rest verkaufen wir. Pets auch wieder füttern. Da dauert es noch 8 Minuten. Wir haben noch Gold zu verskillen. Das hier loszuwerden. Wir können hier noch mal kurz gucken. Ja, Begleiter können hier auch gelevelt werden, weil wir heute Level up gekommen sind. Unterwelttechnisch. Ja, was fehlt denn da noch? Bisschen was. Mal gucken. 210, da müsste ich hier einen 209er haben. Angriffe haben wir durch. Ja komm, bauen wir die Goldmine aus. Bis die fertig ist, habe ich auch die Seelen dafür bekommen. Und dann gucken wir mal. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, mit Int auf 4 Mille schon reichen. Haben wir auf 4 Mille Gold, jetzt Ausdauer mal auf 2 Mille. Ich glaube, da wird aber mein Gold nicht reichen. Reicht mein Gold nicht, ist aber auch nicht schlimm. Da haben wir jetzt von 2 Wochen lang, wo ich das Gold gespart habe, ein bisschen Attribute sammeln können. Wir haben jetzt in 5 Sekunden auch wieder einen Angriff frei, aber vorher greifen wir hier den hier an. Ach, ein Kundi. Und wir haben einen Dungeon-Angriff. Wo könnten wir denn was abholen? Komm, wir versuchen es mal bei Jan. Überleb? Nein. Schade. Dann haben wir ja schon wieder alles getan. Kann ich wieder bis morgen früh die Stadtwache machen. Hat sich der Server auch wieder erledigt. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns die Tage wieder. Wiedersehen.